So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign. So, wir sind wieder dabei. Ich weiß, es ist momentan sehr, sehr unregelmäßig, aber es nützt ja nichts, ne? So, wir hatten, wir wollten die Beziehung mit Lea wieder aufflammen lassen. Ob es eine gute Idee, weiß ich nicht, aber die Idee kam daraus, weil Nora echt missgebaut hatte. So, nun hat sich da aber auch schon wieder Gabriela eingeschaltet. Und nun ist es so, dass Lea ein Paket bekommen hat. Ganz ominös. Und sie sagt, dass es war wie aus der Arktis, sagt sie, arschkalt gewesen, als sie geöffnet hat und das Paket war leer. Und da drin wird sich wahrscheinlich Gabriela befunden haben. Das ist unsere Vermutung und wird Lea terrorisieren. Mal sehen, wie es weitergeht. Fonzi sagt, wir können da nicht wirklich helfen. Und das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Antwort. Lea! Es ist gut gemacht, ne, mit diesem Glitch hier drinnen, ne? Hab ich ganz vergessen. Ich vergesse es immer wieder, ne? Nee, nicht Arktis, Sibirien. Bitte melde dich, wenn du das liest. Blauer Haken hat doch zu bedeuten, hat gelesen, ne? Oder? Mhm. Ja. So, Hanna, unser Schwesterchen. Hast du kurz, muss dir dringend etwas zeigen. Ja, klar. Das hört sich nicht gut an. Oh je, was kommt jetzt? Oh. Wie kannst du nur so nett zu ihr sein? Weißt du nicht mehr, was sie uns angetan hat? Weißt du nicht mehr? Doch, aber das ist doch unsere Hanna. Sie ist eine Schlange. Lass dich nicht von ihr manipulieren. Wir können ihr nicht trauen. Wahrscheinlich belauscht sie uns sogar heimlich. Ja, gerade jetzt. Wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Wieso glaubt sie, du hättest ihr etwas angetan? Das klingt ja fast so, als würde sie dich kennen. Sagt sie, unsere Hanna? Also all diese Fragen können wir gerade fragen, ne? Hab ich mir auch gedacht. Ich bin kurz davor, sie darauf anzusprechen. Das solltest du machen. Meinst du, das ist eine gute Idee? Vorher haben wir doch beide keine Ruhe. Auf keinen Fall, die ist gefährlich. Das solltest du selbst entscheiden. Och, ich halte es für eine gute Idee. Stimmt. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich melde mich später. Alle melden sich immer später, ne? Vielleicht macht sie ins Videoanruf und dann nimmt sie das dabei auf. Das wäre gut, oder? So. Ich stehe vor der Universität. Der Hausmeister hat soeben das Gebäude verlassen. Dann werde ich mich nun in das Sekretariat der medizinischen Fakultät begeben. Beeilen Sie sich. Jetzt heißt es wohl Daumen drücken, Leute. Passen Sie auf sich auf. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, ne? Ja. Mhm. Hoch. Die Tür geht heimlich. Schlafzimmertür. Ganz heimlich aufgegangen von alleine. Auch hier sind Geister. Ich verspüre ein sehr unwohles Gefühl in der Magengegend. Sie rocken das. Unser Professor ist tatsächlich vom Skeptiker zu unserem Allzweck-Problemlöser geworden. Ist das nette. Ist das nette Herr eigentlich Sinne? Ecke, falscher Zeitpunkt. Soweit ich weiß, ja. Cedric wäre auch noch zu haben, Elke. Der ist gut. Nope, Chiara und ich sind schon so gut wie verlobt. Wie könnt ihr alle so locker bleiben? Ja, bald ist der Spaß vorbei. Also von daher, jetzt oder nie. Jetzt hier komme ich schon hin. Nur unter Anspannung zu stehen, ist ja auch nie kacke. Wo er recht hat. Okay. Boah, hier schnarcht ein Hund, Alter. So. Ich kann mich nicht bewegen. Warte mal, lass mich doch das Video mal gucken. Meine Beine wollen einfach nicht mehr gehorchen. Okay, lass uns das Video einmal kurz gucken. Sehen Sie die Spiegelung am Boden? Oh ja. Hoffentlich war es kein Fehler, alleine herzukommen. Wie ist
sollte das jetzt schnell erledigen. Dann nichts hier raus hier. Okay. Okay, okay. Sie müssen, Prof. Ich kann das absolut verstehen. Seien Sie bloß vorsichtig. Augen zu und durch, Sie schaffen das. Tessa, ich wollte dir noch was sagen, wie unendlich leid mir das alles tut, Tomji. Meine Schwester ist dafür verantwortlich, dass euer Leben in Gefahr sind. Ich fühle mich irgendwie mitschuldig. Tessa, du kannst doch überhaupt nichts dafür. Mach dir bitte keine großen Vorwürfe, du bist uns eine große Hilfe. Tessa, es geht hier nicht nur um dich. Mhm. Ja, so machen wir das. Meine Schwester war immer ein Vorbild. Mein Vorbild. Sie war so herzensgut und hat sich immer um mich gekümmert. Ich wollte immer sein wie sie, aber jetzt, das ist nicht mehr deine Schwester, Tessa. Ich bin mir sicher, sie wäre stolz auf dich. Schau mal, was ich in ihrer Kiste gefunden habe. Ein Kamm. Oder sowas. Oh, schöne Fotos. Sieht nett aus, außer hier auf den letzten. Da sieht sie schon so ein bisschen psycho aus, ne? So richtig so Adams Family Style, Alter. Boah, gruselig. Hör auf. Sie wirkt wirklich sympathisch. Das muss alles sehr schwer für dich sein. Sie hatte schon damals etwas Unheimliches an sich. Das sagen wir nicht. Wobei, wir haben es gedacht. Oh, Blick, ich habe Dreck auf meiner Brille. Okay, geht wieder. Danke. Das kann ich nicht lesen. Ich kann so schon nicht lesen. Ich werde wirklich alles tun, um euch zu helfen, Tomji. Wenn ihr mich braucht, bin Tag und Nacht für euch da. Das ist nett, oder? Ja. Mhm. Oh. Ich bin jetzt am PC. Gott, es war so schrecklich. Sie hat mich einfach nur angestarrt. Doch kommen wir zum Eigentlichen. Es liegt ein kleines Problem vor. Ist ja nichts Neues. Natürlich gehen diese Dinge hier nie ohne Probleme. Kleines Problem. Zum Glück geht es ihnen gut. Ist ja nichts Neues, finde ich ziemlich gut. Es scheint, dass ich nur Zugriff auf die Akten der letzten 2 Jahre habe. Ich bräuchte die Zugangsdaten unseres Dekans. Oh, die IP-Adresse des Rechners konnte ich schon herausfinden, Wolf. Ja, da hat er sich gleich schlau gemacht. Er hat sich was gemerkt direkt, ne? Finde ich gut. Ja, da haben wir sie ja direkt. Wow, das hat er gleich angewandt, ne? Der Professor ist echt ein Fuchs, ne? Ich fühle mich nach wie vor äußerst unwohl hier. Ja, natürlich. Das kann ich nachvollziehen. Bitte schicken Sie mir Zugangsdaten schnellstmöglich zu. So, wir kennen das ja schon. Wir haben ja noch ein bisschen Big Star. Pop, sofort hacken. Jawohl. Hans. Oh. Du wirst es nicht glauben, aber habe ein neues Hobby für mich entdeckt. Rate mal, was es ist. Fotografieren? Lego? Trampolinspringen, ja. Bassjumping. Bierbrauen. Bierbrauen ist gut. Komm, Bier. Bier her, Bier leer. Oder ich fall um. Okay. Wenn er sagt jetzt Bierbrauen, dann bin ich, also dann finde ich das gut. Kleiner Scherzkeks. Das hättest du wohl gerne. Ja. Unglaublich, aber wahr. Ich kann hier jetzt zaubern. Sogar da Gedanken lesen. Okay, was denke ich gerade? Ich hab's. Ja? Schau her, ich zeige dir jetzt 6 Karten. Nein, ich will wissen, an was ich gedacht habe. Na, ganz ehrlich, für euch, ich habe an Bratwurst gedacht. Eine davon wählst du dir in Gedanken aus und merkst sie dir gut. Wird 6 Karten? Okay, pass auf. Das kann er bestimmt wirklich, das haut bestimmt hin. Ich denke einfach mal an die, damit ihr wisst,
Ich denke an die... Die hier. Hier, Peak-Dingens. Der da. Nee, ich denke an Caro. Nein, ich denke an... Peak. Okay. Dann mal los, Hans. Okay, ich habe meine Karte gemerkt. Okay, ich nehme die 6 Karten. Huch. Nachricht wurde gelöscht. Damit wir den Trick nicht bemerken. Misch diese und werde deine gedachte Karte entfernen. Abra, Kadabra, Simsalabim, Hokus Pokus und so weiter. Simsalabim kommt immer noch. Denk jetzt ganz fest an deine Karte. Ne! Aber es war klar, dass das hinhaut. Schwupps, weg ist sie. Ne! Ich glaube, ich spiele das Spiel nochmal und probiere es mit einer anderen Karte. Weil man immer die goldene Mitte, glaube ich, nimmt, oder? Woran kann das liegen? Das ist unglaublich! Ich bin immer wieder für eine Überraschung gut. Was habt ihr gewählt? Sagt mal, Leute. Und war das denn genauso, hat es bei euch auch geklappt? Ich arbeite gerade an einem grandiosen Trick. Der wird dich noch mehr umhauen. Aber wir müssen doch jetzt zum Prof, Mann. Ups, vor lauter Zauberei hätte ich fast wohl vergessen. Schupp. Die gewünschten Zugangsdaten habe ich mit Lichtgeschwindigkeit an Wolf übermittelt. Super. Herr Krüger, versuchen Sie es bitte hiermit. Und jetzt geht's wieder los. Die Hektik fängt wieder an. Name, Dekan und Passwort, Archiv 1602. Einen Moment. Es hat funktioniert. Wie Zauberei. Das muss wohl Hans gewesen sein. Ich gehe nun auf die Suche und melde mich, sobald ich etwas Nützliches gefunden habe. Viel Erfolg. Bitte beeilen Sie sich. Nicht sagen. Nicht sagen. Huch, sup, sup. Ruhe hier. Du supst jetzt hier nicht herum. Lass uns nun mit die Zeit nutzen, um alle Informationen, die wir haben, nochmal zusammenzufassen. Ist das denn so wichtig? Unser Geistermädchen heißt Sarina Black. Blake. Und sie starb mit 18 Jahren. Sie sprang von einer Brücke und ertrank. Das ist zumindest die offizielle Version. Richtig. Hier gibt es berechtigte Zweifel. Sie war definitiv schwanger, als sie starb. Und sie ging vor circa 15 Jahren auf unsere Uni. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Dass Sarina, wie wir durch die Nibelungssage wissen, Rache an ihren Mörder nehmen möchte? Dass sie verliebt war und am Todestag dem Vater der Schwangerschaft berichten wollte? Nein, du hast es wichtig. Nein, genau das. Stimmt, aber ich dachte, das wäre klar. Hier, ich habe etwas. Okay, Blake Sarina. Es ist schwer zu lesen. Ausbildung, Tätigkeitsnachweis, Pflege. Oha. Einrichtung, Räumlichkeiten, bla 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 bla. Ja, St. Anna Hospital. Ihre Tätigkeitsnachweis. Leider das Einzige, was ich über Sie finden könnte. Na super, das bringt uns wirklich nicht weiter. St. Anna Krankenhaus, Thomas. Tom G. Das ist doch das Krankenhaus, in dem du gerade arbeitest. Oh, stimmt.
Das glaube ich jetzt nicht. Bin ich jetzt verdächtigt? Was? Wieso das denn? Vor 15 Jahren, hallo, vor 15 Jahren war ich ein Keks. Nee, gar nicht. Ich, also ich nicht. Aber unser Spielcharakter wahrscheinlich. Kannst du dort vielleicht ein wenig nachforschen? Immerhin sollte doch so ein Todesfall in Erinnerung bleiben. Mein Vorgesetzter Art Dr. Leitner arbeitet schon sehr lange dort. Ich schreibe ihn gleich mal an. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Eine Überwachungskamera im Spindbereich schlägt Alarm. Oh Gott. Ja, zeig mal schnell. Warum? Puff, was ist los? Oh Gott, Bernhard, sagen Sie etwas. Mir geht es gut, aber schauen Sie sich diese Aufzeichnung einmal an. Okay, jetzt wird's interessant. Grusel, Grusel. Das erinnert mich so ein bisschen an Outlast 2. Wie habt ihr das gemacht? Das finde ich cool. Das ist so ein bisschen Final, nicht Paranormal Activity, Alter. Das finde ich gut. Oh mein Gott, verschwinden Sie schnell von da. Passen Sie sich auf sich auf. Fuck, das ist doch Gabrielas ehemaliger Spind. Also rastet Gabriela die ganze Zeit aus. Wurde ermordet von Serena und rastet dann die ganze Zeit aus. Wer ist eigentlich jetzt hier der Böse? So. Jetzt haben wir Dr. Leitner am Apparat. Machen wir noch schnell, aber das wird dann der letzte Dialog sein heute. Hallo, Herr Dr. Leitner. Sagt Ihnen der Name Serena Blake etwas? Ich hatte ihn so ein bisschen osteuropäisch gesprochen, ne? So war das, ne? Wobei der Name nicht dazu passt, aber irgendjemand muss auch osteuropäisch sprechen. Okay, schreib hin jetzt. Noch nie gehört. Sollte er mir etwas sagen? Ich habe eine Idee. Dr. Leitner ist der Böse. Der hat sie geschwängert und er hat sie... Ja, das ist er. Aber klar, Dr. Leitner ist der Böse. Der ist der Übeltäter von allen. Haben Sie das Mädchen vielleicht schon mal gesehen? Sind Sie sich wirklich ganz sicher? Er arbeitet ja schon sehr lange da und ich glaube auch so ein Fall, wenn jemand stirbt aus dem Krankenhaus, das weiß man und daran erinnert man sich. Und wenn er da schon war, ich habe diese Dame noch nie gesehen und halten Sie ab. Sie hat vor 15 Jahren an unserem Krankenhaus gearbeitet und ist auf tragische Weise ums Leben gekommen. An sowas erinnert man sich doch, oder? Also ich finde, man sollte sich an sowas erinnern. Vor 15 Jahren, ich bitte Sie. Warum auch immer Sie das wissen mochten. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Es tut mir leid, aber ich kenne weder Ihren Namen noch Ihren Gesicht. Okay, trotzdem vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Ihnen doch etwas einfällt, geben Sie mir bitte Bescheid. Schade, aber versuch was wert. Ich glaube, etwas damit zu tun. Was? Warum wurde die Nachricht gelöscht? Aha. Lügner. Alter! Wie bitte? Wie reden Sie mit mir? Es tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Ups, falscher Chat. Entschuldigen Sie, das habe ich nicht so gemeint. Hör mal auf damit jetzt! Wer ist das? Das muss, glaube ich, Serena sein, die das hier gerade beherrscht.
Ich sag, Dr. Leitner ist Mörder. Mann, Dr. Leitner spricht die Wahrheit. Ich sag, Dr. Leitner ist der Mörder. Unendliche Verzweiflung. Jetzt ist es einfach, achso, unendliche Verzweiflung hat hier die, okay, Organparty. Mhm, ja, okay. Was? Diese Scheiße. Google. Kacke. Ich weiß zwar nicht, was sie in ihr gefahren ist, aber ich verbiete mir diesen Ton. Als Weiteren klären wir gerne ein persönliches Gespräch. Okay, wir sind am Arsch. Aber das ist wie ich vermute. Ich denke einfach, dass Dr. Leitner was damit zu tun hat. Und, ach, ich bin einfach zu neugierig. Warte mal. Okay, wir können hier irgendwie nichts ändern, Digga. Doch. Serena Blake wurde der Gruppe hinzugefügt. Also noch interessanter kann es ja jetzt gerade nicht werden. Telefon. Ist das irgendwie so ein bisschen Druck aufbauen? Hä? 3 Tage, ja? Mhm. Aber ich glaube, wir sind der Wahrheit schon sehr, sehr nah dran. Okay, Serena schreibt was. Oh, wie schön. Mal gucken. Verzweiflung und Leid sind an meine Seele gebunden. Meine Geduld vergeht und so euer Leben. Beziehungsstatus hier ganz, ganz schlecht. Kein nächster. Warte, hier ist nicht bei Insta. Warte, ich hätte jetzt erwartet, dass. Oh, guck mal hier. Und hatte ich nicht das gesagt. Hatte ich nicht gesagt gehabt, dass. Oder das Gefühl gehabt, dass Dr. Leitner irgendwas mit der Bewohnerin von Hannah irgendwas hatte? War da nicht irgendwie sowas? War ich dritter Meinung, oder? Oh Gott, wie ist das nur möglich? Tessa, sprich mit ihr. Serena, was willst du? Ja, das weiß man ja. Was passiert hier? Komm mal nach Nachrichten an. Werft Licht auf meinem Tod oder Verdammnis wird euch alle heimsuchen. Warum wir denn? Was haben wir denn mit dir zu tun, Mädchen? Nichts. Teilt nun gemeinsam euer Schicksal. Was hatten die Eisenbahnschienen damit eigentlich zu tun? Okay. Euer Versagen führt zu einem weiteren Tod. Diese Seele teilt nun meine Verzweiflung. Serena Blake hat die Gruppe verlassen. What the fuck? Welchen Tod? Wer, was, wo? Wer wird sterben? Verdammt, Leute. Ich konnte die ganze Zeit keine Nachrichten verschicken. Same. Ging ihr nichts her? Ja, ich auch nicht. Henry, Norma, Tessa. Sagt bitte nicht, dass ihr das Video gesehen habt. Norma und ich haben es gesehen und kurz darauf einen Anruf bekommen. Ja, sie sucht weiter Hilfe, ne? Ich habe es auch gesehen und den Anruf bekommen. Ich glaube, das war Serenas Stimme. Ich hab's auch gesehen. Das war vielleicht gruselig. Jetzt sind wir alle in Lebensgefahr. Wieso tut sie das? Vor allem bei Tessa, ne? Verdammt, sie will uns weiter unter Druck setzen. Shit, Serena hat dir das weiterhin Tote geschrieben, ne? Geht es euch alle eine gute? Könnt ihr bitte einmal in die Gruppe schreiben?
Hurra, ich lebe noch. Ich auch. Ja. Yep. Henry und ich sind da. Serena, ich kann es immer noch nicht fassen. Mir geht's gut. Auf einmal ganz normal. Bindor! Fehlt da irgendwer? Ja. Chiara. Ruby. Gabriela. Chiara? Und was ist hier mit der Ruby? Chiara, Ruby, bitte meldet euch kurz. Das sind, gibt immer Leute, die irgendwas, vielleicht waren die auch gerade nicht da und hatten keine Zeit für Handy-Chats und so. Ich sehe gerade in der Historie, die beiden haben schon länger nichts mehr in die Gruppe geschrieben. Wahrscheinlich ist es einfach, sind die gerade nicht da. Verdammt, der Prof hat recht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was tun wir nun? Ich rufe Chiara an. Ich rufe die Chiara an. Okay. Chiara. 2 3 0 3 9 3. Wasser. Legt sie von alleine auf oder soll ich auflegen? Da, jetzt hat sie es gemacht. Huch, was war das denn? Dubum, ganz neue Geräusche. Fuck, ich erreiche sie nicht. Ich frage bei ihrer Schwester nach. Ich werde in Zwischenzeit zu Ruby fahren. Sie wohnt ganz in meiner Nähe. Also Ines. Ines, ist Chiara bei dir? Hey, weißt du, wo Chiara ist? Warum so neugierig? Bist du etwa auch in sie verknallt? Es ist wirklich wichtig. Ich habe echt keine Zeit für so etwas. Jetzt mach mir keine Angst. Warte kurz. Okay. Chiara ist am Start. Damit hätten wir alles. Achso, sie schreibt hier. Hey, sorry. Empfang war eine Weile weg. Ines sagte, du wärst so aufgebracht. Ist etwas passiert? Du wirst es nicht glauben. Serena war in unserer Gruppe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von allen. Oh mein Gott, ich lese es gerade. Hoffentlich ist Ruby nichts passiert. Na gut, die hat aber schnell gelesen jetzt, ne? Ja, ruf sie doch mal an. Huch. Oh mein Gott, sehen Sie das auch alle? Das ist ja beinahe schon ein postapokalyptisches Phänomen. Zur Hölle, was passiert hier nur? Wow, der Professor ist gut zu vögeln. Also, hier. Ne? Ja. Okay.
Gut, Kinder, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht, es wird immer brisanter. Und denkt daran, denkt an meine Worte, Dr. Leitner. Er ist der Vater des Kindes und er hat Serena die Brücke runtergeschubst. Dieser Mörder. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.